Ja, also meine Vorbereitung ist eigentlich sehr gleichmäßig, egal was es für ein Wettkampf ist und egal wie hoch der Wettkampf ist von der Wertigkeit. Ich habe da so mein Schema, was ich im Endeffekt jedes Mal vorher abspiele und mit dem ich gut klarkomme und wo ich dann halt weiß, da bin ich gut vorbereitet für den Wettkampf und kann im Idealfall das Beste rausholen. Ja, also das Training für das Schießen ist sehr unterschiedlich, also wirklich vom Training auf dem Schießstand, wie auch halt Sportprogramm, Ausdauer. Ich mache auch in Richtung sensormotorisches Training, also Reaktionstraining. Und ja, also es ist wirklich sehr vielfältig. Da kann man sich wirklich im Laufe der Saison austoben. Es wird nie langweilig. Es gibt immer mal wieder was anderes, was man probiert oder was man mal ausprobiert, um zu gucken, ob das vielleicht auch was ist fürs Training. Und so vom Schießstand über Fitnessstudio, über Laufen, da ist bei meinem Training eigentlich alles dabei. Also wie viel Munition ich in einem Training brauche, ist immer unterschiedlich, was ich halt trainiere, ob es Techniktraining ist, ob es Leistungstraining ist. Umso mehr Leistung ich oder umso mehr ich auf Leistung trainiere, umso weniger Schuss brauche ich pro Trainingseinheit. Aber wenn es jetzt reines Techniktraining ist, sind so Minimum, fängt so ungefähr bei 250, 300 Schuss für eine Trainingseinheit, fängt so an. Und wenn es halt mal wirklich um Umfänge geht, wo ich mich da an einer Kleinigkeit festbeiße, kann es halt auch mal sein, dass es so auf 3 Stunden Trainingszeit so 500, 600, vielleicht sogar mal bis 700 Schuss hochgeht.